In Wien fand Ende November eine Pressekonferenz zum Welt-AIDS-Tag 2011 statt. Insgesamt werden knapp 4000 HIV-infizierte Patientinnen und Patienten in Österreich in Spitalsambulanzen und im niedergelassenen Bereich betreut. Die neue Herausforderung besteht nun darin, die vorhandenen Versorgungsnetzwerke für die Betroffenen zu verbessern. Ich denke, es gibt einfach eine sehr hohe Qualität, wenn man in eine Betreuungsstelle geht, die sich auf HIV spezialisiert hat. Wo wir aber wirklich sozusagen fast noch eine Wüste haben, ist teilweise, dass manche Bundesländer keine Betreuung haben. Und wo wir noch mega Probleme haben, ist sozusagen gar nicht mit der HIV-Behandlung per se, sondern eben mit Fachärzten, mit Psychologen, mit Psychotherapeuten, die sich mit dem Thema befassen. Was ich bei manchen Patienten gehört habe, wie schlecht der Wissensstand ist, da wundert man sich wirklich, dass manche Kollegen überhaupt Ärzte sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel von einem Patienten gehört, dass die Psychiaterin vorgeschlagen hat, dass HIV-Patienten entweder tätowiert werden sollten oder zumindest so eine Marke wie beim Bundesheer getragen werden müsste, damit man weiß, dass der Patient HIV-positiv ist. Ich glaube, man kann wirklich nur appellieren an die Kolleginnen und Kollegen, einfach wirklich allen Patienten gleich offen gegenüber zu stehen, wie sie eben Patienten gegenüberstehen, die, weiß nicht was, einen Bronchialkarzinom haben, also einen Lungenkrebs, die ja teilweise auch mitbeteiligt sind mit ihrem Verhalten, dass dieser Krebs ausgebrochen ist. Und da wird ja auch niemand sagen, selber schuld, hast nicht geraucht. Eine groß angelegte Studie wurde im Herbst 2009 gestartet. In dieser wurde die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit einer HIV-Therapie untersucht. Dies ist die größte Studie im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema. Nahezu alle Patienten schildern Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen sind jetzt nicht nur unbedingt ganz zwangsläufig immer nur auf die HIV-Therapie zurückzuführen. Wir haben in der Studie auch erhoben, haben Sie diese weichen Faktoren der Nebenwirkungen, zum Beispiel eben wie Stimmungsschwankungen, aggressives Verhalten, Müdigkeit oder Magenschmerzen, Verdauungsprobleme auch schon vorher gehabt. Und da sagt kein unerheblicher Teil der Patienten auch ja. Und wir haben sie dann auch gefragt, sind die Nebenwirkungen jetzt stärker, gleich stark oder weniger stark ausgeprägt, als bevor sie mit der HIV-Therapie begonnen haben. Und da sehen wir aber sehr wohl den Trend, dass die Patienten in aller Regel sagen, das war zwar vorher auch schon da, aber es hat sich durch die HIV-Therapie verstärkt. Immer wieder ein wichtiger Punkt bei chronisch Kranken ist die Beziehung Arzt, Pflegepersonal und Patient. Es gibt zwischen Patient und Arzt immer eine Barriere, über die man offensichtlich schwer hinwegkommt. Und diese Barriere ist aber zwischen Pflegeperson und Patient wesentlich verringert. Und die Patienten, wir sehen das immer wieder, trauen sich vieles nur der Schwester zu sagen und nicht uns, dem ärztlichen Kollegium. Was trotzdem bleibt, sind menschliche Schicksale, die hinter der Erkrankung stehen. Die Angst vor Stigmatisierung und damit auch die Frage, wie lebt man mit HIV, ist auch heute noch ein Kernthema für alle Betroffenen. Ich hatte auch ein relativ unangenehmes Erlebnis eigentlich am Anfang, weil ich nicht in einer dieser Schwerpunktpraxen war, sondern ich war im ganz normalen Labor in der Westbahnstraße und hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet. Und dann hat der mir im Wartezimmer vor allen Leuten gesagt, na, Sie sind HIV-positiv und wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie auf die Baumgartner Höhe. Ich hatte mich eigentlich schon immer sehr viel auch so mit dem Thema beschäftigt, auch künstlerisch. Und ich hatte für die AIDS-Hilfe Wien einige Kampagnen fotografiert, habe die erste schwule Safer-Sex-Kampagne gemacht und war also durchaus so ein bisschen involviert in das Thema und dachte dann, dass es jetzt so mich trifft in gewisser Weise. Es ist eine Ironie des Schicksals. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie Mildred Scheel, die in Deutschland die Krebshilfe aufgebaut hat und dann selber Krebs bekommen hat. So dachte ich, dass irgendwie ist das ein bisschen viel vom Schicksal so. Wenn man Glück hat und ein gutes medizinisches Umfeld, ein gutes soziales Umfeld hat, ist es ja als Krankheit relativ gut handelbar. Also das Problem ist ja eigentlich die Stigmatisierung. Das Problem ist die dritte Welt, wo es nicht Zugang zu den Medikamenten gibt. Wie jede Krise ist auch diese Krise, wenn man sie meistert, auch die Möglichkeit, stärker zu werden. Egal wie gut oder schlecht man damit glaubt, zurechtzukommen. Ich glaube, es ist dann doch eine essentielle Lebenskrise. Die AIDS-Hilfe Wien zum Beispiel bietet exzellente Beratungsgespräche an. Das sollte man annehmen, weil man einfach doch die Möglichkeit hat, dann gewisse Ängste auszusprechen und einfach ja einen Weg zu finden, wie man mit dieser Bedrohung umgeht. Die große Herausforderung an Wissenschaft und Pharmaindustrie in nächster Zukunft ist es, bei der Entwicklung von Medikamenten noch mehr auf die Reduktion von Nebenwirkungen zu achten.
sowie die Einnahme der HIV-Medikamente so einfach wie möglich zu gestalten.